Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen jetzt den Film Das Talent des Genesis Portini vorstellen. Die Hauptrolle spielt Cliff Curtis, den kennen Sie vielleicht aus der Serie Fear the Walking Dead. Es ist eine wahre Geschichte, erzählt von einem neuseeländischen Schachgenie, das manisch-depressiv war und einen Schachclub für Maori-Kinder gegründet hat. Der Hauptkonflikt entwickelt sich zwischen eben diesem Genesis und seinem Bruder, der zu einer kriminellen Biker-Gang gehört und einen Sohn hat, den er gerne in diese Gang einführen möchte. Der Junge ist aber relativ sensibel und Genesis merkt das und versucht ihn andererseits eben in diesen Schachclub zu integrieren. Der Film ist sehr, sehr ruhig erzählt, sehr spannungsvolle Bilder und eine sehr, sehr subtil untergründige, beunruhigende Atmosphäre, die eben resultiert aus diesem besonderen Maori-Milieu, dieser sehr furchteinflößenden Statur, dieser Rocker und dem Konflikt, der daraus entsteht zwischen diesen beiden Brüdern. Ein sehr außergewöhnlicher Film, überhaupt einer der wenigen Filme aus Neuseeland, die hierzulande ins Kino kommen und auf jeden Fall ein außergewöhnliches Kinoerlebnis.